Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 28. Juni. Dieser Geek Dog Daily ist auch wieder gesponsert, und zwar vom Marketing Experte der Lernkarten App von den Entwicklern Apps with Love. Der Fokus der Anwendung liegt auf den fünf Lernfeldern Digital Marketing, General Marketing, Marketingfachleute, Verkaufsfachleute und technische Kaufleute. Wenn das was für euch ist, schaut mal rein. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Unterstützung. Heute dabei Snap, Beats, Instagram Lite und Facebook Stories. Beginnen tue ich mit Snap, der Firma hinter Snapchat. Die wollen anscheinend jetzt Snapchat ausbauen zu einer Spieleplattform. Es gibt ja bereits äh, Spiele auf Snapchat, also, also es gibt so Face, nicht Facebook, <laughs> Snapchat-Linsen, wo man mit dem Gesicht dann entsprechend spielt. Also mit einem Mund irgendwie was nachmachen muss oder fangen muss. Und ja, es geht wohl mehr in Richtung Spiele, auch um sich wieder ein bisschen von Instagram abzusetzen. Und. Daran wird gearbeitet und äh, es gibt wohl auch schon Entwickler, die also gesigned werden, damit sie auf der Plattform entwickeln. Und letztes Jahr hatte Snap auch eine äh, webbasierte 3D Gaming Engine gekauft und zwar Play Canvas. Und die war auch die Grundlage für die bisherigen Minispiele und darauf wird wohl jetzt aufgebaut. Spannende Sache. Auf jeden Fall zeigt es, dass sie sich da eindeutig weiterentwickeln wollen und sich vielleicht auch mit dem Ansatz jetzt mal wieder von Instagram-Facebook absetzen können. Beats bei Dr. Dre. Das ist ja die Kopfhörerlinie, die Apple gekauft hat für eine Mordskole vor ein paar Jahren. Und die Gründer Dr. Dre und Jimmy Iovine. Jimmy Iovine ist ja mittlerweile auch bei Apple für Apple Music zuständig. Der ähm, oder beziehungsweise die wurden jetzt verurteilt und müssen 25 Millionen US-Dollar nachzahlen an einen ehemaligen Mitgründer bzw. ja Mitarbeiter und zwar Steven Lamar. Der hatte 2006 nämlich die Beats Studios als ja, Konzept ähm, für die beiden gepitcht und ähm, die haben auch daran gearbeitet. Und hatten sich geeinigt, dass er dann Royalties bekommt, entsprechend. Und ähm, ja, er ist der Meinung, er müsste die für die komplette Studio-Line bekommen. Die beiden waren der Meinung, dass er die nur für den entsprechenden Beat-Studio, den er da mitentwickelt hat, bekommt. Ja, und das Gericht hat ihm jetzt Recht gegeben und deswegen muss jetzt nachgezahlt werden. Ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, ob das Urteil final ist. Gibt ja auch oft nochmal den Weg, dass man dann halt in Berufung geht. Und ja, schauen wir mal. Aber ansonsten, die 25 Millionen können die, glaube ich, einfacher verkraften als viele andere. Instagram. Die haben jetzt klamm und heimlich Instagram Lite rausgebracht. Also ein Instagram, was ganz wenig digitalen Footprint hat, also ganz wenig Speicher braucht. Zum Beispiel nur äh, ein 55 der normalen Instagram-App, die hat 32 Megabyte und Instagram Lite hat nur 573 Kilobyte. Geht dann alles schneller und einfacher und das Ganze ist für Android, ist im Google Play Store äh, verfügbar und richtet sich natürlich eindeutig an ja, Entwicklungsländer und ähm, soll dort einfach äh, vereinfachen, dass man Instagram nutzt, sprich, äh, dass man einfach mit weniger Daten auch auskommt, äh, schneller laden kann. Und was ähnliches hatte Facebook ja auch schon mal vor ein paar Jahren gemacht. Und äh, der Wachstum, der muss halt entsprechend aus ja, anderen Ländern kommen, weil wir, sag ich mal, in der westlichen Welt mittlerweile damit gesättigt sind. Ja, Instagram Lite wurde wohl in Mexiko getestet in der Woche und ist dann jetzt entsprechend verfügbar. Facebook, bleiben wir gleich dabei. Facebook Stories, das ist ja das Stories-Format. Was glaube ich mit am wenigsten genutzt wird. Auf jeden Fall gefühlt in meiner digitalen Bubble. Das will Facebook jetzt ein bisschen aufpimpen. Und zwar konnte man bislang immer mit einem Daumen hoch reagieren, wenn einem eine Story gut gefallen hat. Und jetzt gibt es dort auch die Emotionen. Man kann halt entsprechend ein Herzchen schicken oder lachen, weinen, sauer sein und der, der ganze Rest. Ähnlich wie bei einem Facebook Post. Das Ganze nun in den Facebook Stories und was verspricht sich Facebook damit? Ja, logischerweise, dass wenn man ja eine Reaktion zeigt und eben nicht nur einfach nur einen Daumen hoch, dass die Leute sich dann freuen, die die Story gemacht haben und dadurch animiert werden, mehr Stories zu machen. Ob das wirklich so einfach ist, ich wage es zu bezweifeln, aber schauen wir mal, ob es den Unterschied macht. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Donnerstag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.